Jetzt schon wieder. Unglaublich. Ich weiß gar nicht, was der jetzt von mir will. Warum kann der nicht? Stehe ich jetzt? Oh, hallo? Was jetzt? Stehe ich schon wieder am Kopf oder was? Das ist ja unglaublich. Ich verstehe das nicht. Hallo. Hallo, Johann. Irgendwie, ich gucke gerade, wie es richtig rum ist. Jetzt bin ich so richtig? Na, jetzt war der schon wieder hier. Der macht, was er will. Unglaublich. Ich glaube, ich muss es heute einfach ein bisschen... Da sieht man auch das Bild schön. Den Spruch kann man erst lesen, wenn ich es auf YouTube rumgedreht habe. Ne? Aber ich kann schon mal so machen. Als Gott mich schuf, ging er grinsend zum Teufel und sagte, das ist jetzt dein Problem, Alter. Jo. Genau. Du merkst es, genau. Ich weiß auch nicht wie, ne? Aber auf jeden Fall, man sieht das schöne Bild von Johannes Schreiter über mir. So, hier, wunderbar. Hat er mir mal geschenkt. Ganz tolles Bild, finde ich. So. Und genauso toll ist auch dieses Buch, Weihnachtswundernacht, Band 6. Aus dem letzten Jahr, aus dem Jahr 2017, dem Jahr, in dem ich keinen literarischen Adventskalender gemacht habe. So. Johann, vielleicht kannst du mal kurz schreiben, stehe ich jetzt richtig rum oder stehe ich immer noch falsch rum? Sag mal kurz. Na, ich nehme an, ich bin richtig rum. Gut, heute halt mal im Querformat, passend zu dem Bild von Johannes Schreiter, ja, der Klammerform. So ist gut. Ah, wunderbar. Also, nur noch zwei Geschichten aus diesem Buch, die drei Geschichten sogar, genau. Montag, Dienstag, Mittwoch noch aus diesem Band und dann die Geschichten aus Band 7, dem diesjährigen Band. Wieder 12 Geschichten, die dann bis Weihnachten ausreichen werden. Und heute eine besonders schöne Geschichte von Albrecht Gralle. Albrecht Gralle schreibt die Geschichte Die Weihnachtskellnerin, was er ja wahrscheinlich schon hier oder dort in der Überschrift gelesen habt. Glauben Sie mir, es ist schwierig heutzutage auf gute Kellner oder Kellnerinnen zu treffen. Ich will gar nicht das Wort begnadet in den Mund nehmen, das kann man sowieso vergessen. Die meisten in diesem Beruf, der meiner Meinung nach zu den schönsten Berufen überhaupt gehört, scheinen überarbeitet und gereizt zu sein, weil sie zu viele Tische bedienen müssen. Gut, ich kann es ein bisschen verstehen, wenn man sich deswegen dem einzelnen Gast nicht mehr widmen kann, obwohl ein guter Kellner das eigentlich können müsste. Zum Beispiel neulich. Ich betrete Mitte Dezember ein fast vollbesetztes Restaurant und bekomme nebenbei mit, dass die Belegschaft einer Zahnarztpraxis ihre Weihnachtsfeier abhält. Ein langer Tisch, an dem ungefähr ein Dutzend Leute sitzen, die sich lebhaft über Zähne unterhalten. Ich sehe, wie eine Bedienung mit starrem Blick und mit 5 Tellern beladen an meinem Platz vorbeirauscht. Eine halbe Stunde sitze ich schon unbeachtet herum und habe zweimal die Hand gehoben und zaghaft »Bedienung« gerufen. Man will ja nicht durch den ganzen Raum brüllen. Also, die vollbeladene, starre, geradeaus blickende, aber durchaus angenehme Erscheinung rauscht an mir vorbei und ich sage in betont lässigem Tonfall, »Haben Sie noch was für mich übrig?« Sie wirft mir einen stechenden Blick zu, verdreht die Augen nach oben und eilt weiter. Immerhin kommt sie nach 5 Minuten mit leicht verkniffenem Mund an meinen Tisch. 5 Minuten können sehr lang sein, wenn man wartet. Dabei sollte meine Bemerkung fröhlich und heiter klingen. Ich hätte mich zum Beispiel gefreut, wenn sie mit einem strahlenden Lächeln kurz
die 5 Teller am Nachbartisch abgesetzt, mir zugezwinkert und gesagt hätte, ja, ich habe sehr viel für Sie übrig, mein Herr, hier ist die Speisekarte. Ich meine, das ist doch nicht zu viel verlangt, oder? Aber klar, wenn man 12 Leute zu bedienen hat, die alle gleichzeitig ihr Essen wollen und womöglich noch 3 uneheliche Kinder versorgen muss und als Krankenschwester im Nachtdienst arbeitet, ist die Souveränität im Beruf einfach weg. Aber warum soll ich unter Ihrem verkniffenen Mund leiden? Nur weil ich gesagt habe, haben Sie noch was für mich übrig? Das war doch lustig und entspannend gemeint. Ich frage mich ganz ehrlich, gibt es Ihnen überhaupt noch diesen göttlichen Kellner oder die begnadete Kellnerin, die innerhalb einer Sekunde neben meinem Tisch steht, weil mir gerade die Gabel hinuntergefallen ist und mir eine neue gibt, auch wenn am Nachbartisch die Zahnarztpraxis ihre Weihnachtsfeier abhält? Und wenn wir schon bei Weihnachten sind, will ich nur mal so einwerfen, dass selbst Jesus sich nicht zu schade war, unter einfachen Leuten zu leben und sie zu bedienen. Erstens wurde er im Stall geboren, also unterstes Niveau im Bereich Kinderzimmer. Zweitens hat er seinen Freunden sogar noch die Füße gewaschen. Und drittens nach seiner Auferstehung am Strand Fische für sie gegrillt. Ganz zu schweigen von den vielen Krankenheilungen. Davon sind die heutigen Kellner meilenweit entfernt. Gut, das mit dem Füßewaschen verlange ich ja gar nicht von einer Kellnerin, obwohl es schön wäre. Aber gerade um die Weihnachtszeit, wenn man auf Menschenfreundlichkeit gestimmt ist, auf das Wunder der Erscheinung Gottes auf dieser Erde, hätte man als christliche Kellnerin die einmalige Chance, Menschen, die normalerweise Gott ausblenden, mit ein paar netten Gesten zu verzaubern und sie für das Reich Gottes zu gewinnen. Auch beim Thema Gedächtnis befinden sich die Bedienungen ja heute auf dem absoluten Tiefstand. Mein Urgroßvater Eduard, der lange Jahre vor dem Ersten Weltkrieg in Bad Ischl gelebt hat, erzählte mir, dass er einmal mit 5 Männern folgende Bestellung aufgegeben hätte. 1 Pilz, 2 Kaffee, 1 mit Sahne, 1 mit Milch, 1 Tee mit Zitrone, 2 Gläser Orangensaft, 1 Palatschinken ohne Schinken, 1 Wiener Schnitzel, 2 Apfelstrudel, 1 mit Vanillesoße, die aber lauwarm sein sollte, und 1 mit Vanilleeis, 1 Packung Zigaretten, und zwar amerikanische, und 1 Glas trockenen Rotwein, Jahrgang 1909. Der Kellner stand lächelnd da, hat sich alles angehört und kam 10 Minuten später mit den Bestellungen zurück. Und es stimmte alles. Alles. Heutzutage schreibt die Bedienung die Bestellungen auf und lächelt nicht mal oder sie tippt sie in irgendwelche Geräte hinein. Und selbst dann dauert es Stunden, bis die Speisen an den Tisch kommen. Das Eis ist inzwischen geschmolzen, der Rotwein ist nicht mehr trocken, der Kaffee lauwarm und die Vanillesoße eiskalt. Aber gehen Sie mal ins China-Restaurant. Dort sind die Leute noch auf Zack. Der Asiate wird Ihnen auch dann noch zulächeln, wenn Sie Ihre Zigarette, die Sie eigentlich im Lokal gar nicht rauchen dürfen, auf seinem Handrücken ausdrücken. Das ist beschämend. Ein Mensch aus einem anderen Kulturkreis, womöglich ein Heide, lebt es uns vor, wie man Menschen bedient. Dabei bedeutet ihm Weihnachten gar nichts. Inzwischen bin ich übrigens von der verkniffenen Kellnerin, die im Grunde eine gut aussehende Frau ist, bedient worden, nachdem der Zahnarzttisch versorgt war. Jetzt erst merke ich, dass im Hintergrund des Lokals leise weihnachtliche Musik spielt. Ich meine, das Lied alle Jahre wieder herauszuhören. Und in einer Ecke habe ich einen Weihnachtsbaum entdeckt, der unauffällig genadelt hat und dessen elektrische Kerzen nur zur Hälfte brennen. Für mich ein eindeutiges Zeichen, dass hier etwas nicht stimmen kann, wenn man Weihnachtssymbole so vernachlässigt. Ich fühle mich verpflichtet, etwas Weihnachtliches beizutragen, um den Geist der Weihnacht in diesem Lokal wieder aufleben zu lassen und die Kellnerin aufzuheitern. Übrigens hat die Kellnerin, ich nenne sie im Geheimen die Weihnachtskellnerin, sogar ein paar Worte über das Übliche hinaus mit mir geredet, nachdem ich einen Gesprächsanstoß gegeben habe. Ganz schön hektisch diese Weihnachtsfeier, was? Sagte ich so nebenbei. Ja, das können Sie laut sagen, seufzt sie.
Ach, was kann ich Ihnen bringen? Ach, ich möchte nur eine Kleinigkeit essen, etwas Leichtes. Ich überlege fieberhaft, was ich sagen könnte, um Sie aufzuheitern. Ach, bringen Sie mir am besten eine luftige, duftige Eierspeise, ein Omelett mit Liebe zubereitet. Wir feiern ja bald Weihnachten. Sie starrt mich leicht verwirrt an und entfernt sich. Auf diese Weise, so sage ich mir, kann ich ihren eintönigen Alltag vielleicht interessant gestalten. Und sie weiß jetzt, dass Weihnachten ein Fest ist, das leicht und luftig ist, weil Gott ja zu uns gekommen ist. 20 Minuten später kommt sie zurück mit einem großen Teller, auf dem ein eingeschlagenes Omelett liegt. Wahrscheinlich befindet sich im Innern eine einfallsreiche Gemüsekomposition, denke ich. Sie bleibt neben mir stehen und wartet. Ich probiere und stelle fest, es ist das nackte Omelett. Und es schmeckt scheußlich. Ich habe Ihnen das Omelett mit Lavendelduft eingesprüht, sagt sie. Sie wollten ja etwas Leichtes, Duftiges. Ich starre sie an. Mein gut gemeinter Vorstoß, dass es auch bei ihr Weihnachten werden kann, ist brutal abgewiesen worden. Ja, man macht sich in diesem Lokal womöglich über mich lustig. Wahrscheinlich biegt sich das Küchenpersonal vor Lachen. Aber so schnell gebe ich nicht auf. Ich nehme noch einen Bissen, schließe die Augen und sage, das ist das interessanteste Omelett, das ich jemals gegessen habe. Man will ja auch nicht direkt lügen. Ich wünsche Ihnen frohe Weihnachten und denken Sie daran, als Kellnerin üben Sie einen Beruf aus, der eine göttliche Bestimmung hat. Durch Ihren Dienst sind Sie Teil des größten Wunders, das es je gab, dass Gott Mensch wurde und uns bediente. Konzentriert wendete ich mich dem Omelett zu und lasse Laute des Wohlbehagens verströmen, während ich gleichzeitig mit meinem Würgereiz kämpfe. Nirgends ist uns verheißen, dass Christsein im Alltag immer einfach ist. Man muss Opfer bringen. Die Kellnerin verschwindet mit einem ratlosen Ausdruck im Gesicht. Ich habe mir vorgenommen, mich bei einer Kellnerausbildungsstätte als Dozent zu bewerben. Denn so kann es ja nicht weitergehen. Das ist der Anfang des Untergangs einer Kultur, die durch ihre Eleganz im Kleinen überzeugt hat. Ich würde mich bei so einer Kellnerausbildung gleich am ersten Tag hinstellen, natürlich im tadellos gebügelten Anzug, und den Damen und Herren zurufen, Sie sind Könige und Königinnen. Wissen Sie das eigentlich? Die Berufsschüler würden mich wahrscheinlich mit großen Augen anstarren und ich würde weiterreden in meinem tadellos gebügelten Anzug. Ja, Sie haben richtig gehört. Sie sind Könige und Königinnen, denn wir als Restaurantgäste sind vollkommen von Ihnen abhängig. Wir hungern nach einem Lächeln von Ihnen. Wir freuen uns, wenn Sie nach unseren Wünschen fragen und so tun, als würde es Sie persönlich interessieren. Wissen Sie denn nicht, dass Sie die Szene beherrschen? Sicher, wir geben Ihnen Geld. Aber was ist schon Geld? Ein bisschen Metall, ein bisschen bedrucktes Papier. Sie sind Könige und Königinnen. Sie sind die wahren Diener Gottes. Gerade jetzt zur Weihnachtszeit könnten Sie die Herzen der Menschen gewinnen und eine Tür aufstoßen in den Raum eines Wunders, das sich nie verbraucht. Gott kommt zu uns. Und Sie können sich in diese Bewegung eingliedern. Merken Sie denn nicht, dass wir Ihnen berauscht zuschauen, wenn Sie elegant von Tisch zu Tisch eilen und dabei riesige Teller auf Ihren Händen balancieren, wie Sie heiter Raum um Raum durchschreiten, an keinem wie an einer Heimat hängen. Sie sind Gottesboten, Engel, die zu uns herantreten und unser verpfuschtes Leben durch ein paar wunderbare Speisen wieder aufbauen. Ja, Sie sind eine Art Weihnachtsengel.
Nicht diese kitschige Version mit Pappflügeln und Engelshaar. Nein, Engel, die durch ihren hingebungsvollen Dienst auffallen und die Menschen vorbereiten auf ein Fest, das die Liebe Gottes in den Vordergrund rückt. Ungefähr so, in der Art, würde ich meinen Unterricht in der Berufsschule beginnen, eine Art Bewusstseinserweiterung. Aber bisher hat man mich noch nicht gefragt, dort zu unterrichten. Vermutlich bin ich überqualifiziert. Lieber Albrecht, vielen Dank für diese wunderbare Geschichte von der Weihnachtskellnerin, für diese wunderbare Perspektive, die so anders ist, die so erfrischend ist, und diese vielen Perspektivwechsel in deiner Geschichte. Ich danke dir von Herzen und ich freue mich, dass ihr mir zugehört habt. Inzwischen ist auch Steffi und Beate dazugekommen und Claudia. Moin, moin. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Und wir sehen uns morgen wieder, wenn ich das 11. Türchen öffne. 11 ist ja eine wichtige Zahl. Denkt nur an die Arbeiter der 11. Stunde. Matthäus, wo Jesus das Gleichnis von Arbeitern im Weinberg erzählt und so. Die Arbeiter der 11. Stunde, ganz wichtige Leute in dieser Zeit. Morgen also eine neue Geschichte. Wahrscheinlich wird es auch wieder eher Abend werden, denn morgen früh reise ich erstmal nach Offenbach und erzähle den Kindern dort 4 oder 5 Mal die Weihnachtsgeschichte. Mal gucken, wie viel Stimme ich dann noch habe. Also dann, macht's gut, tschüss.